Aber die Berührung, die Erhitzung der Häute, inwendigen Häute und auswendigen Häute, die Massagen, die Vibrationen bis hin zu den Faszikulationen, bis hin zu den kunstreich gesteigerten Handreichungen und Dienstfertigkeiten der Schwangerschaftsvorbereitungen, der Erprobung der Auffassungsgabe, der Aufnahmefähigkeit der eucharontischen allerheiligsten Tempel, so lange, bis der Herr Regen herniederströmt und das Wesen erfährt, dass sie dieses Land ist, in dem Milch und Honig zu fließen vermögen, in großen, fruchtigen Wassermengen, Saftmengen. All das reicht nicht aus, durch solche Liebeskünste, Amores Amandi, die je andere Hohlkugel, Ergänzungssphäre, vollständig an sich anzubinden. Nein, es folgt dann jener durch die Matrix verursachte parasitäre Einnistungsvorgang der Gabe des Plasmids, das sich da einnistet, oder sagen wir nicht Parasit, sondern Symbiont, dieses Alien, das sich der Körper der Reproduktionsfähigen bemächtigt und wachsen wird, bis es dann zu dem doppelten Abschnitt kommt, dem ersten, dem Abschnitt von dem Begleiter und Liebhaber, der nun von der Position des Vertrages und Paktes, von der Position des Vertrages in die Position des Paktes gerückt wird, denn die unbedingt bedingungslose Liebe gehört nun für die nächsten Monate und Jahre dem Abzweigprodukt als Vertrag, als unverbrüchlicher Vertrag mit diesem Produktionsdurchlauf, der mit der Stufe 1 beginnt und durch zwei Abschnitte, beziehungsweise durch drei Abschnitte, denn die Meiose musste vorher auch noch erfolgen, dann eben wieder den neuen autochton autistisch abgetrennten Eigenkörper generiert. Allerdings zunächst noch in seiner Hilflosigkeit ein wenig Verbindlichkeiten benötigt, die von dem vorherigen Partner abgezweigt werden müssen. Also es geht heute darum, dass alles mit der Abwesenheit des Tödlichen, der Tödlichkeitserfahrung beginnt, mit der Abzweigung, der Abschnürung in den Reifeteilungen zur
zum haploiden Chromosomensatz in der ersten Abschnürung der Geburt, der Abnabelung vom Omphalos und dann im zweiten Tod, den Protompseudos, der all das erst in Nachträglichkeit, in Gegenregulation eines Existierenden, eines, es will dennoch da bleiben und da sein, gerade ob der Erfahrung des Verschwindens, des Ausgelöschtwerdens, des Ausgestoßenwerdens, des Verworfenwerdens, des im Stich gelassenwerdens, des Alleingelassenwerdens, des Davonscharwenzeln zum Dritten, um das Kind zu verführen, auch in diese Ordnung der Ersatzwertsymbolismen zu gelangen, der Sprache, des Menschlichen, der menschlichen Realitätssimulation, die ebenso übererfolgreich ist, weil Menschen alles tun können, indem sie wissen, dass sie ja nichts mehr zu verlieren haben, sobald sie sich im Blick, im Spiegelbild, hinter der Glasscheibe schon stumm, antwortlos, lautlos, verabschiedet gesehen haben von sich selber.